Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn jetzt kümmern wir uns um die News. Vom Wetzem Cross the Land habt ihr alle schon mal gehört, oder? Ist neben dem Cross the Pond eines der größten Events und mittlerweile gibt es das sogar nicht nur einmal, sondern in diversen, nennen wir es mal, lokaleren Ausführungen. Eine dieser Varianten ist das Cross the Land Asia Pacific. Für dieses Event wurden nun die Flughäfen bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um Sydney, Melbourne und Darwin sowie Jakarta, Kinabalu auf Borneo und Manila. Insgesamt haben wir damit 6 Flughäfen, was die Auswahl ein wenig eingegrenzt macht und die Attraktivität des Events möglicherweise etwas verringert. Vermutlich wird es sich aber trotzdem um ein großes Wetzem-Event handeln, bei dem diverse Leute mitfliegen werden. Der Developer Xcrafts hat ein Development-Update gepostet. Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist es eigentlich nicht nur eins, sondern mehrere, aber lasst uns das einfach mal der Reihe nach aufdröseln. Es geht um die E-Jets, denn das sind die einzigen Flugzeuge, die sie momentan in Entwicklung haben, und zwar um die E-Jets Version 1.1.0. In dieser Version soll es diverse Verbesserungen des Codings gegeben haben, sodass alles, was darauf aufbaut, wie zum Beispiel FMS oder Autopilotenfunktionen, deutlich besser, schneller und ressourcensparender arbeiten. Außerdem arbeitet man an der sogenannten Steep ILS Approach Funktion, die es unter anderem ermöglichen soll, auf London City anzufliegen. Momentan ist die nämlich noch nicht enthalten, was sich aber mit der Version 1.1.0 ändern soll. Zum Schluss wolle man dann noch die Pop-Up-Displays updaten, die nun in einer aktualisierten, besseren und damit schöneren Funktion daherkämen. Neben diesem Update arbeite man aber noch an einem weiteren Flugzeug, und zwar an der sogenannten Lineage 1000. Dieser Flieger ist die Business-Variante der Embraer E-Jets, die ebenfalls umgesetzt werden soll. Die Hauptunterschiede zum normalen E-Jet bestehen darin, dass es eine veränderte Kabine gibt. Immerhin ist das Ganze hier ein Business-Jet, also könnte man die Kabine auch als eine Art Wohnzimmer bezeichnen, und eine höhere Reichweite als die normalen E-Jets hat diese Version natürlich auch. Im Moment bearbeitet man die Kabine, die mit Texturen versehen werde. Danach wolle man sich an die etwas veränderten Systeme setzen, erwarte in diesem Punkt aber keine großartige Mehrarbeit als zu den normalen E-Jets, da sich die Systeme nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Um zu feiern, dass es den Developer Xcrafts nun seit 10 Jahren gibt bzw. seit 10 Jahren Flugzeuge für den X-Plane entwickelt werden, will Xcrafts die originalen E-Jets, die damals für den X-Plane 11 entwickelt worden sind, für den X-Plane 12 updaten, diverse Änderungen und Verbesserungen einbringen und diese dann for free veröffentlichen. Wann das passiert und wir diese Flieger for free in unseren virtuellen Hangar stellen dürfen, ist derzeit zwar unbekannt, ihr könnt euch aber sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden, wenn es dazu irgendetwas Neues gibt. Der Developer Zero Dollar Payware sollte eigentlich jedem X-Planer ein Begriff sein, der sich zumindest manchmal mit Szenerien beschäftigt. Es gibt nämlich schon eine ganze Menge und aus meiner Sicht auch ziemlich gute Szenerien von denen, die dem Namen entsprechend für kein Geld verkauft werden. Und Stillstand kennt man bei denen anscheinend auch nicht, denn mit dem neuesten Projekt London Heathrow, das ist Echo Golf Lima Lima, hat man sich mal wieder an einen Riesen-Airport gesetzt. Wie üblich sei der Airport von Grund auf neu erstellt worden. Das beinhalte Custom-Texturen, Custom-Modeling, Verbesserungen an so ziemlich allem auf dem Airport und teilweise auch um den Airport herum, genauso wie Custom-Fahrzeuge, Custom-Nightlighting, die Unterstützung von SAM, Visual Docking Guidance Systems und die Umsetzung des aktuellen Standes. In diesem Fall bedeutet das, dass natürlich auch alles vorhanden ist, was da in Real herumsteht und Baustellen, so wie sie momentan vorhanden sind, ebenfalls umgesetzt wurden. Ich konnte die Scenery zwar bisher noch nicht testen, aber weil der ganze restliche Kram, den die gemacht haben, bisher hervorragend war, gehe ich mal davon aus, dass London Heathrow das ebenfalls sein wird. Falls ihr also kein Geld für London Heathrow ausgeben wollt, dann ist das hier die richtige Alternative für euch. Den Link zum Download habe ich euch wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Aber durch sind wir mit den Sceneries noch nicht, denn als nächstes kümmern wir uns um Orbex True Earth Great Britain North. Die True Earth Serie von Orbex sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, egal welchen Simulator er benutzt. Falls ihr nicht wisst, was das ist, hier nochmal ein kurzer Abriss. Es geht darum, die großflächige Landschaft eines Landes in visueller Qualität umzusetzen. Dazu gehört einerseits die Landschaft, in diesem Fall zum Beispiel die schottischen Highlands, aber auch das, was dazugehört. Landmarks,
Bäume, Flüsse, Seen und natürlich auch die Städte. Man platziert hierbei aber nicht einfach nur irgendwelche Satellitenfotos, sondern bearbeitet alles, was drumherum ist, per Hand. So gibt es zum Beispiel über 1,4 Millionen Gebäude auf dem gesamten Areal, die per Hand platziert, teilweise sogar modelliert wurden und bei denen darauf geachtet wurde, dass sie sich am korrekten Ort befinden. Neben Gebäuden und Landmarks hat man aber auch auf die korrekte Platzierung von zum Beispiel Wäldern geachtet. Es gibt über 160.000 Stück davon. Wie viele Bäume das sind, will ich glaube ich gar nicht wissen, aber es ist natürlich cool zu sehen, dass Orbex auch hier Wert auf Detailtreue legt. Neben einem Custom Nightlighting hat man sich dann auch noch um Jahreszeiten gekümmert, sodass man, egal wann man dort herumfliegt, immer eine akkurate Umsetzung und Darstellung der Landschaft erhält. Diese Scenery ist wie gesagt nun auch für den X-Plane 12 verfügbar und kostet ca. 45 australische Dollar. Umgerechnet entspricht das ca. 27,17 Euro. Bitte beachtet wie immer, dass das Ganze einem Wechselkurs unterworfen ist und es deswegen zu Schwankungen kommt. Falls ihr Orbex Great Britain North für den X-Plane 12 kaufen möchtet, könnt ihr das auf der Orbex Website tun. Den Link dazu habe ich euch wie immer in die Videobeschreibung gepackt. Das Sim-Update 15 für den MSFS sollte eigentlich am heutigen Dienstag, den 26.03. herauskommen, wurde nun aber kurzfristig verschoben. Der Developer Microsoft hat im hauseigenen Forum einen Beitrag dazu gepostet. Wörtlich heißt es: As you may know, Sim-Update 15 was initially targeted to be released tomorrow, March 26th. After careful consideration, the Sim-Update 15 release will now be moved to April, with the exact date to be determined. Your feedback has helped us identify issues that we would like to continue to work on. So many thanks from our team for your detailed reports and efforts. Our beta testing will continue during this time and forum discussions can be accessed. We thank you for your patience and understanding and look forward to its release. Übersetzt heißt das also so viel wie: Eigentlich sollte das Update zwar heute am 26. herauskommen, wir haben uns das aber nochmal gründlich überlegt, weil es diverses Feedback aus der Community gegeben hat und anhand dieses Feedbacks wurden diverse Probleme identifiziert, an denen noch weiter gearbeitet werden soll. Aus diesem Grund werde das Update in den April verschoben. Ein exaktes Datum für das Release wisse man zwar noch nicht, werde aber darüber informieren, sobald es bekannt sei. Dass ein Sim-Update oder ein Update im Allgemeinen nach hinten verschoben wird, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, denn wenn es da Feedback gegeben hat, bei dem seltsame Sachen aufgetaucht sind oder allgemein Probleme, an denen man noch arbeiten möchte, dann finde ich das ehrlicherweise eine gute Idee, denn ansonsten könnte es passieren, dass irgendwas herauskommt, was nicht fertig ist oder fehlerbehaftet ist. Interessant ist dieser Post deswegen, weil es auch um den Anybills A320 Neo geht. Dieser Flieger soll nämlich mit dem Sim-Update 15 herauskommen, ist aber in der Vergangenheit schon mal verschoben worden. Jetzt halt wieder, aber ob er der Grund dafür ist, das erfahren wir nicht. Und wo wir gerade bei Gründen sind, ganz allgemein gesprochen erfährt man ja überhaupt nichts darüber, warum dieses Update nach hinten verschoben wurde, außer dass es irgendwelche Probleme gegeben habe, die durch Feedback der Community identifiziert worden seien. Welche Probleme das nun aber sind, darüber werden wir hier nicht informiert. Wie bei vielen anderen Sachen, so bleibt uns also auch hier erst einmal nichts weiter übrig, als abzuwarten und Tee zu trinken. Irgendwann kommt das Sim-Update 15 heraus und wenn es soweit ist, werden wir darüber informiert. Der Developer Bluebird Simulations hat ein ungefähr 20 Minuten langes Video veröffentlicht, in dem es um ihre Boeing 757 für den MSFS geht. Es werden verschiedene Themen behandelt. Zuerst geht es um Modeling und Texturing, sowohl im Innenmodell als auch im Außenmodell. Hier erwähnt man zum Beispiel das Cockpit, das sich mittlerweile in der 6. Ausführung befindet, als auch um die Umsetzung von Systemen. In diesem Zug geht es zum Beispiel um die Klimaanlagen und deren Funktionsweisen. Der größte und wahrscheinlich auch wichtigste Teil des Videos dreht sich aber um sämtliche Sounds des Flugzeugs. Was vermutlich am meisten Leute interessieren dürfte, sind die Engine Sounds. Die werden nämlich ebenfalls gezeigt, oder in diesem Fall besser gehört, abgespielt, ich weiß es nicht genau, jedenfalls kann man sie ziemlich deutlich hören und nicht nur für eine Variante, nämlich nicht nur die Pratt & Whitney, sondern auch die Rolls-Royce RB211. Um einen guten Überblick über das zu bekommen, was im Video im Detail gesagt wurde, empfehle ich euch das selber anzuschauen. Ich habe nämlich heute leider nicht die Zeit, mir so ein 20 Minuten Video komplett aufzudröseln und das dann für euch zusammenzufassen. Sollte meine Aufgabe sein, weiß ich, tut mir aber sehr leid, dass ich das heute leider nicht kann. Deswegen verlinke ich euch das Video wie immer in der Videobeschreibung.
Eine Sache, die am Ende gesagt wurde, will ich euch aber trotzdem einmal vorstellen. Es geht nämlich um den Release-Zeitraum des Flugzeugs, der momentan noch für 2024 geplant ist. Man wisse allerdings nicht, ob dieser Zeitraum zu 100% eingehalten werden kann. Intern habe man deswegen beschlossen, den Zeitraum auf 2025 zu verlegen, falls das nötig werde. Falls sich zu diesem Projekt irgendwelche Neuigkeiten ergeben sollten, könnt ihr sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Schaltet also auch in Zukunft regelmäßig ein, um keine News dazu zu verpassen. Zur PMDG 777 habe ich auch was für euch. Dieser Flieger könnte laut Robert Randazzo, dem CEO von PMDG, bereits jetzt so released werden, wie er ist. Man wolle aber sicherstellen, dass beim Release alles zu 100% funktioniert und keine Fehler auftreten. Aus diesem Grund unterwerfe man den Flieger im Moment einem rigorosen Testprogramm. Nach dem letzten Update von PMDG kamen ein paar Spekulationen auf, in denen es hieß, dass man nur noch auf den Release des Sim-Updates 15 warte und die 777 danach herausbringen will. Und das klingt durchaus plausibel, denn wenn das Sim-Update draußen ist und man mit dem Bild, den man im Moment hat, keine Probleme mehr bekommt, dann kann man den Flieger einfach rausbringen. Jetzt ist aber das Sim-Update 15 auf unbestimmte Zeit verschoben worden und was das für das Projekt der 777 heißt, das wissen wir im Moment nicht so wirklich. Es könnte also sein, dass man sich im Hause PMDG dazu entscheidet, den Flieger nun doch vor dem Release des Sim-Updates herauszubringen. Andererseits könnte es aber auch bedeuten, dass man nun doch das komplette Sim-Update abwartet, was den Release der PMDG 777 auf vermutlich Mitte, Ende April verschieben dürfte. Im Endeffekt ist das aber alles nur Spekulatius und wann der Flieger kommt, naja, das erfahren wir dann, wenn er kommt. Aber so wie immer heißt es natürlich auch hier, falls es irgendwelche Neuigkeiten dazu geben sollte, werdet ihr an dieser Stelle wie immer darüber informiert. Schaltet also auch in Zukunft ein, um keine News dazu zu verpassen. Zum Schluss habe ich dann noch zwei weitere neue Flugzeuge für euch. Im ersten Fall geht es um eine Bombardier Challenger 35 und Challenger 3500, die vom Developer FlightFX für den MSFS gebaut werden. Dieser Developer dürfte vor allen Dingen für diejenigen ein Begriff sein, die sich eher mit Businessjets beschäftigen. Eine Cessna Citation 10 zum Beispiel ist deren aktuelles Projekt, das irgendwann in der nahen Zukunft released werden dürfte. Danach also soll eine Challenger 35 und 3500 kommen, in die wir nun die ersten Development-Einblicke erhalten haben. Es geht hier unter anderem darum, dass man eine erste 3D-Bildmessung des Flugzeugs vorgenommen hat, sowohl von außen als auch von innen. Diese Bildmessung soll dazu beitragen, ein akkurates Modell des Flugzeugs zu erschaffen. Neben dieser Technik hat man sich aber auch an simple Fotos gehängt, um herauszufinden, was wie aussieht und dementsprechend texturiert werden muss. Und im zweiten Projekt geht es um eine Saab 340 bzw. eine Saab 2000, ebenfalls für den MSFS, aber von einem anderen Entwickler, nämlich Next Gen Simulations. Um diese Projekte scheint es relativ lange relativ still gewesen zu sein, aber nun hat sich der Developer mit einem Update zurückgemeldet und ein paar Außenrenderings des Flugzeugs gezeigt. In diesem Fall allerdings müsste ich wahrscheinlich eher sagen, der Flugzeug G, denn es sind ja zwei, auch wenn die Saab 340 und die Saab 2000 sehr eng miteinander verwandt sind. In diesen Renderings sehen wir das Flugzeug von außen und von innen. Insgesamt entsteht dabei der Eindruck eines sehr frühen Entwicklungsstadiums, in dem zwar diverse Modeling-Arbeiten bereits abgeschlossen oder zumindest weit fortgeschritten sind, mit der Texturierung allerdings noch nicht begonnen wurde. Von der Saab 2000, die eine etwas verbesserte und vor allen Dingen größere Version der Saab 340 darstellt, sehen wir ähnliche Bilder. Der Developer gibt an, dass man das Projekt nun kontinuierlich weiterverfolge, allerdings keine weiteren Infos dazu geben könne, was exakt das bedeutet. Im nächsten Schritt könnte das Hinzufügen der Animationen kommen, danach eventuell die Texturierung. Wenn man als Grundlage die Projekte anderer Developer nimmt, da funktioniert das nämlich ungefähr in dieser Reihenfolge. Ob das hier aber auch geplant ist, ist momentan purer Spekulatius. Außerdem haben wir im Moment keine Info darüber, in welchem Tempo das vorangehen soll. Falls es zu diesem Projekt in der Zukunft also irgendwelche Neuigkeiten geben sollte, könnt ihr sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Schaltet also auch in Zukunft regelmäßig ein, um keine News dazu zu verpassen. Und damit haben wir es auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.